Der Börsenminute Adventkalender mit Julia Kistner in Kooperation mit der Dalat Bank. Fenster 18. Die wichtigsten Zutaten fürs Anlegen hast du ja jetzt. Der nächste Schritt ist die Auswahl des Depots, über das du die Wertpapiere kaufen und verkaufen und auch wo du sie deponieren kannst. Das kann, aber muss nicht unbedingt deine Hausbank sein. Vergleichsangebote einzuholen zahlt sich schon deshalb aus, weil so manches Institut sehr gerne seine eigenen Finanzprodukte verkauft. Bei der Auswahl kommt es vor allem auf die folgenden 5 Dinge an. Erstens die Einfachheit und Übersichtlichkeit der Trading-Maske oder der App, über die du deine Aktien, Fonds und andere Wertpapiere kaufst und verkaufst. Zweitens, welche Handels- und Risikobegrenzungsmöglichkeiten bieten dir die Banken oder Broker, welche brauchst du wirklich und welche verwirren dich vielleicht nur? Drittens, wie gut ist die Hotline und der Service, der dich bei technischen und anderen Handelsproblemen unterstützt? Gibt es etwa auch Filialen, die du nutzen möchtest oder auch nicht? Viertens, wie hoch sind die Gebühren für die Depotführung und für das dafür benötigte Verrechnungskonto? Und vor allem, wie hoch sind die Spesen für Wertpapierkäufe und Verkäufe? Hier schlagen die Mindestspesen ins Gewicht, auf die man besonders achten sollte als Kleinanleger. Und fünftens spielt es auch eine Rolle, ob die Bank oder der Broker eine steuerliche Vertretung in Österreich hat oder nicht. Wenn nicht, muss man sich nämlich um die Besteuerung der Erträge selbst kümmern, was zusätzlichen Aufwand bedarf. Das betrifft vor allem die Neobroker wie Trade Republic oder Scalable Capital, die dir allerdings zu Jahreswechsel eine Aufstellung über die Wertpapiertransaktionen als Unterstützung für die Steuererklärung bieten. Eine Übersicht über alle im laufenden Jahr erwirtschafteten Netto-Wertpapiererträge bieten dir übrigens auch die heimischen Online-Broker und Banken. Auch wenn diese für dich das Gegenrechnen von Gewinnen und Verlusten ja automatisch übernehmen, ist eine solche Aufstellung gerade in so guten Börsenjahren wie 2021 sehr nützlich. Man kann sich nämlich überlegen, ob man nicht den einen oder anderen Verlustbringer im Depot noch in diesem Jahr steueroptimiert verkaufen möchte. Denn Wertpapierverluste kann man in Österreich nur mit Wertpapiergewinnen im selben Jahr ausgleichen. Nach dem kurzen Exkurs in die Wertpapierbesteuerung erfährst du in Folge 19 des Börsenminute Adventkalenders noch die Details zu den Kriterien für die Depotwahl. Alles Gesagte ist nur die persönliche Meinung von Julia Kistner und daher keine Anlageempfehlung und keine Rechts- und Steuerberatung. Für Verluste, die aufgrund von getroffenen Aussagen entstehen, übernimmt die Autorin Julia Kistner keine Haftung.